Jetzt, Kastmann, war ganz super langsam. Wir waren nicht mal auf Aufnahme. Ich stehe wahrscheinlich wieder direkt neben mir. Video. Wir haben Videozeit. Worum geht's heute? Wir haben Stühle. Jeder hat Stühle, aber sitzen würde man gern bequem meistens. Und heutzutage will ja jeder unbedingt einen Gaming-Stuhl haben. Es muss immer Gaming sein. Alles muss Gaming sein. Und da haben wir uns gedacht, wir brauchen nur einen Stuhl. Wir hatten vorher den hier übrigens. Das ist nicht so ganz bequem. Dann hatten wir den hier. Den habe ich vom Sperme geklaut. Man sieht den Rost kaum. Und der Stuhl muss mal ersetzt werden, weil das ist irgendwie scheiße. Also haben wir uns das hier besorgt und dachten uns, das sollten wir doch mal reviewen, oder? Das hier ist ein Gaming Chair von Gambios. Und der klang eigentlich ganz cool. Ich meine, der hat Features, seht ihr das? Man kann hier bewegen. Alles, was ein Gaming Chair haben sollte. Und wir waren richtig glücklich, ihn zu haben. Aber. Dieser Gaming-Stuhl. Oho, Gambios, euch blüht jetzt was. Normalerweise bin ich harmlos und finde, die meisten Sachen haben trotzdem noch einen relativ positiven Wert, aber heute. Heute geht's nicht rund, sondern ich werde objektiv und nüchtern berichten über meine Erfahrungen mit dem Kauf, dem Zusammenbau, dem Erscheinen und alles andere, was den Gambios Gaming Chair betrifft. Jetzt könnt ihr ja was fragen. Sieht von vorne toll aus. Hat hier auch dieses verschiebbare Nierenteil, hinten RGB. Powerbank habe ich rein. Ihr könnt am PC eine Software nutzen, um das einzustellen. Leuchtet halt nach hinten raus. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Gottverdammte Scheiße! Wenn ihr Kritikern einen Stuhl schickt, wie wär's mit den Schrauben? Oder nein, vielleicht wenigstens einen Schraubenzieher. Oder die Schrauben. Oder beides. Wie wär's, wenn ihr einfach alles einpackt, was reingehört in das Paket? Dann wird man doch nicht wahnsinnig. Das wäre klasse, oder? Ich habe das Ding zusammengebaut. Ich habe dafür Stunden gebraucht. Dann habe ich gedacht, hey, was ist denn das? Auf den Seiten. Hier. Da fehlen die Schrauben. Also bin ich im Baumarkt und musste erstmal die richtigen Gewindeschrauben finden. Und dann hatten die nur 6 Rand. Also musste ich die reindrehen. Aber die halten nicht richtig. Nein, die halten nie richtig. Und auf dieser verdammten Seite, da ist die Lehne noch nicht mal festgemacht. Das war Geld! Gibt einen Punkt. Dieser Stuhl soll 205 Euro kosten. Gut, China-Qualität hin und her. Wir haben Kunstleder verbaut, wertig. Aber man kann durchdrücken. Da ist kein Polster, das ist hart. Das Kissen hier ist toll. Das Logo hier ist schön aufgestickt. Die Nähte sind wertig verarbeitet. Wir haben einen schönen Carbon-Look verbaut. Haptik und Feedback sind erstklassig. Aber das klirrt, klimpert und wackelt. Und die niedrigste Einstellung, ich bin ja schon groß, ich bin 1,84 Meter. Mag man mir nicht ansehen, weil ich eine sehr krumme Rückenhaltung habe meistens. Aber ich komme mit den Füßen auf der niedrigsten Einstellung nicht auf den Boden. Das ist die niedrigste. Oh, gehen wir mal auf die höchste. Wow! Sagen wir so, ich gehöre zu den Top 20% der großen Menschen. Also es sind nur noch so 15 cm mehr, kaum einer ist größer als 2 Meter und ich komme mit langen Beinen nicht auf den Boden. Jetzt habe ich Schuhe am Barfuß. Nope. Wenn sich Saskia oder Carsten draufsetzen, wird es noch schlimmer. Die schweben. Und wir wollten eigentlich coole Rollen drunter machen, so Inliner-Rollen, dass man mehr rumfahren kann. Dann liegt man noch höher! Weiter geht's. Bequemes Sitzverhältnis hier in der Mitte dieser Nöpsi, dass die Beine auseinanderstehen. Das ist schön. Man klebt auch nicht so arg. Auch die Supralehnenfunktion, die ist auch gut. Also ich kann mich hier zurücklehnen. Das geht und ich fall nicht um. Aber wenn ich mich hochheben will oder irgendwas machen will, ist das so locker. Schau das mal an. Die Theorie ist schön. Wie der Stuhl geliefert war, war schon mal überall Plastik abgebrochen. Das mag dem einen oder anderen nicht wichtig sein, aber mir ist das wichtig. Warum schafft ihr das nicht, Jobmann? Das Gestänge ist Alu! Das ist geil!
Und warum ist der Rest nicht Alu? Warum ist das Kartenplastik, das billigste PVC, was auch immer Plastik? Dieses Brüch hier, das einfach nichts hält. Warum mache ich das? Nähte sind geil eingestickt. Wir haben atmungsaktive Löcher. Das Sitzpolster ist super. Schau dich das mal an. Da federt. Wir haben echt gute Verarbeitung. Alles, was Leder betrifft. Und dann gucken wir sich die Seiten an. Oh, das günstigste Drecksplastik, was man sich vorstellen kann. Das ist dann hier als Klammer rumgemacht. Und hier sind einfach mal Löcher offen gelassen, die Schrauben krumm reingedreht. Da kann man alles reingucken, da ist keine Polsterung. Nach einer Zeit ist der durch. Und man darf nicht vergessen, hier oben, das ist auch nicht ganz so bequem. Und das hier steht alles raus. Da kann man drunter fassen. Da, schau mal. Oh, toll. Hier kann ich reinfassen. Es ist nicht mal fest vernäht oder irgendwas. Das ist einfach nur so drunter geschoben. Jetzt bin ich ein bisschen platt. Unsere Erfahrung mit dem Gamdios Gaming Chair. Geiles Teil. Kann man machen, wenn er 50 oder 80 Euro kostet. Zwischen 50 und 80 Euro würde ich mir holen. So ist das Beschiss am Endkunden. Es tut mir ziemlich leid, denn das ist ein Sponsored-Video von Gamdios, die uns diesen Stuhl geschickt haben. Weil sie gedacht haben, hey, wir brauchen einen Gaming-Chair. Dieser hier ist es nicht. Ein paar kleine Verbesserungsvorschläge. Wir zerreißen diesen Stuhl ja nicht komplett. Die Hälfte des Stuhls ist wertig verarbeitet. Wahrscheinlich von unterschiedlichen Resellern. Und auch die Idee mit RGB on the back. Für Streamer und Twitch-Leute sehr geeignet. Für Leute ohne große Ansprüche eigentlich auch. Und dass das hier Metallclips sind, ist auch wunderbar. Ihr braucht nur ein kleines bisschen mehr Qualität. Sagen wir hier an der Verarbeitung. Besser ineinander arbeiten. Vielleicht mit verkleben oder einfach verschrauben. Hier besseres Plastik verwenden. Einfach ein kleines bisschen hochwertiger. Die linke Seite vielleicht nicht ganz so fummelig machen und im Ganzen vielleicht den Widerstand hier ein bisschen erhöhen und schauen, dass die Sachen nicht kaputt geliefert werden. Das sind marginale Sachen. Die Idee dieses Stuhls könnte richtig gut sein. Da ist Potenzial. Die sind nicht schlecht und die sehen auch nicht schlecht aus. Sie können in den Markt drücken, aber da fehlt noch ein kleines bisschen, dass ich es empfehlen kann. Vor allem die Schrauben! Ohne Schrauben wird Alex wahnsinnig. Hat man den Zusammenbau vielleicht gesehen? Carsten, was möchtest du uns noch mitteilen? Ich bin erschüttert. 205 Euro. Wow. Dankeschön, Wiederschauen. Schaut euch mehr Videos von uns an. Die sind meistens ein bisschen positiver als dieses Review, aber auch solche kritischen Videos muss man produzieren. Die Firma Gamdios wird vielleicht nicht mehr mit uns zusammenarbeiten, aber vielleicht konnten wir ihnen behilflich sein, die Qualität ihrer Produkte etwas zu verbessern und das ist es uns auch schon wert. Und damit verabschiede ich mich. Hier oben gibt's Videos. Das war cool. Ich muss mich jetzt erstmal setzen und ein bisschen Baldrian-Tee nehmen, weil sonst kippe ich noch weg. Seriously, why you do this?